Wir sind hier in der Richard-Wagner-Ausstellung im Jagdschloss Grauper im ersten Saal, der der Biografie Richard Wagners gewidmet ist, und zwar seiner ersten Lebenshälfte bis 1849, die sehr stark mit Sachsen, vor allem mit Dresden und Leipzig verbunden ist. Ich greife hier ein Exponat raus, das vielleicht zunächst ein bisschen unauffällig ist, zu dem man aber viel erzählen kann. Das ist ein Theaterzettel zu einer Aufführung von Wagners Oper Tannhäuser von 1848, vom 9. November 1848. Diese Oper hat Wagner in Dresden während seiner Zeit als Kapellmeister komponiert und sie wurde auch am Dresdner Hoftheater uraufgeführt und hat sich etliche Jahre im Programm gehalten, was für einen doch relativ guten Erfolg spricht, auch wenn der nicht ganz so durchschlagend war, wie sich das Wagner gewünscht hätte. Immerhin blieb sie einige Jahre hier im Programm. Übrigens im großen Unterschied zum Fliegenden Holländer, heute ja auch eine der populärsten Opern Richard Wagners, die ist auch in Dresden uraufgeführt worden, aber nach 4 Vorstellungen schon aus dem Programm genommen worden. Also da war kein großes Publikumsinteresse da. Bei Tannhäuser war das etwas besser. Und wir sehen hier einen Theaterzettel, typisch für die Zeit. Aus heutiger Sicht ist er relativ schlicht, also jetzt nicht gerade reißerisch von seiner Werbegrafik her, aber das hat offenbar genügt in dieser Zeit, um das Publikum zu interessieren. Das Interesse war offenbar da an solcher Art von Kultur, da musste man also nicht so sehr drum kämpfen. Und das ist eigentlich erstaunlich, wenn man sich überlegt, wie groß die Kapazität damals dieser Oper war. Denn dieses Stück wurde aufgeführt in der ersten Oper, die Gottfried Semper in Dresden gebaut hat. 1841 wurde sie eingeweiht, also wenige Jahre bevor Wagner hier angetreten ist und bevor Tannhäuser aufgeführt wurde. Und dieses neue, ganz schicke und sehr modern eingerichtete Opernhaus hatte 1750 Plätze. Das ist eine gigantische Zahl, mehr als die heutige Semperoper, die 1300 Plätze hat, und mehr als doppelt so viel als das Opernhaus, das bis 1841 in Dresden gespielt wurde. Und diese Erweiterung der Kapazität hatte auch ein demokratisches Anliegen, kann man sagen. Man wollte damals mehr Bürgern, mehr Publikum Zugang zu der Oper verschaffen, unter anderem auch dadurch, dass, wenn eben sehr viele Plätze da sind, kann auch der Preis niedriger sein. Und wenn man die Preise anguckt, die sind ja auch sehr genau aufgelistet in allen Preiskategorien, da sieht man, die haben damals gereicht von einem Taler für den teuersten Platz im ersten Rang neben der Königsloge, wo man also auch gleich das Sozialprestige natürlich mitbezahlt, wenn man dort sitzt, und der billigste Platz im Parterre kostete 10 Neugroschen. Das ist also ungefähr ein Drittel Taler. Das sind ja jetzt zunächst mal natürlich nur abstrakte Zahlen. Wenn man das ein bisschen umrechnet auf Kaufkraft, sieht man Folgendes. Also Wagner hat als Kapellmeister 1500 Taler im Jahr verdient. Er hätte also 1500 Mal den teuersten Platz in der Oper besuchen können im Jahr. Wenn man davon ausgeht, der kostet heute vielleicht 100 Euro, hätte er 150.000 Euro verdient. So viel hat er aber also auf heutige Kaufkraft umgerechnet nicht verdient. Das heißt also, der teuerste Platz war deutlich billiger, als heute der teuerste Platz ist. Während der billigste Platz für 10 Neugroschen, also ein Dritteltaler, der war sicher relativ teurer als der heutige günstigste Platz. Ne? Also hat sich alles mehr so in die Mitte bewegt. Und man hat damit das Haus offenbar gut füllen können. Ja, was steht noch drauf auf diesem Zettel? Interessant ist das, was draufsteht und auch das, was nicht draufsteht. Da komme ich am Schluss dazu. Das ist nämlich für Wagner besonders wichtig. Es stehen die Sänger alle drauf, die tragenden Rollen. Und da sind einige Namen dabei. Das waren Stars damals der Opernszene, nicht nur der Dresdner, sondern deutschlandweit oder sogar international. Die Titelpartie Tannhäuser wurde von Josef Tichacek gesungen. Das war ein Star-Tenor, also einer der besten Sänger der Zeit. Strahlende Stimme, schauspielerisch eher schwach, aber seine Stimme hat wesentlich dieses Stimmfach des Heldentenors mitgeprägt, das ja bis heute gerade auch im Wagner-Gesang wichtig ist. Und diese Größe war hier zu erleben am Dresdner Haus. Genauso der Bariton Anton Mitterwurzer, der den Wolfram
gespielt hat. Und interessanterweise ist auch eine Verwandte Wagners hier zu finden, ein Fräulein Wagner, sieht man hier auf dem Zettel. Das ist die Nichte von Richard Wagner, Johanna Wagner, eine Sopranistin, die große Karriere gemacht hat im 19. Jahrhundert, die später auch in Hamburg, in Wien und Berlin gesungen hat und also eine sehr begehrte Sängerin auch im 19. Jahrhundert war. Und Wagner hat sich auch für ihre Anstellung am Dresdner Theater eingesetzt. Also da gab es auch so ein bisschen Vetternwirtschaft vielleicht, ne? Also Familienbande, Seilschaften, ne? Die da wirksam waren, von denen Wagner übrigens auch selber sehr profitiert hat. Also seine Familie hat ihn auch sehr unterstützt finanziell. Zum Beispiel sein Bruder Albert, der Vater dieser Johanna Wagner, hat Wagner seine erste Anstellung in Würzburg als Chordirektor mit verschafft. Ne? Also da hat man sich sozusagen im Familienverband sehr gut ausgeholfen und die Karrieren befördert. Ja, ich habe gesagt, interessant ist auch, was nicht steht auf diesem Zettel und was nicht drauf steht. Es steht natürlich der Komponist des Werkes drauf, ne? Der Sängerkrieg, also Tannhäuser und der Sängerkrieg auf der Wartburg, große romantische Oper von Richard Wagner. Es steht aber nicht drauf, wer dirigiert hat. Es hat Richard Wagner dirigiert, seine eigene Oper, aber das war nicht klar. Es gab ja auch noch zwei andere Dirigenten am Haus und das war damals für das Publikum uninteressant, wer dirigiert. Es steht nicht nur hier nicht drauf, sondern es war bis ins spätere 19. Jahrhundert nicht üblich, den Dirigenten aufzuführen auf solchen Theaterzetteln, weil der Dirigent als Künstler keine besondere Rolle gespielt hat. Also ganz im Gegensatz zu heute, wir wissen das, wenn der Amtsnachfolger Richard Wagners, Christian Thielemann, in Dresden dirigiert, ist das eine Zugnummer, das ist ganz wichtig und zieht Publikum, aber das war damals nicht so. Der Dirigent war eher ein Handwerker, ein Dienstleister, der eben seine Sache handwerklich gut oder schlecht gemacht hat, aber von dem man sozusagen nicht so etwas wie den künstlerischen Ausdruck oder die persönliche künstlerische Handschrift gesucht hat in so einer Aufführung. Das heißt also, als Dirigent konnte man damals zwar ganz gut Geld verdienen, eine solide Position haben, aber man konnte kaum künstlerischen Ruhm ernten. Und das war sicher auch ein Grund, warum Richard Wagner an dieser Stelle, die an sich, das war ja die beste, die bestbezahlte, die prestigeträchtigste Stelle, die er überhaupt in seinem Leben hatte, warum er an dieser Stelle nicht so gehangen hat und sich dann, als er sich in das Abenteuer der Revolution gestürzt hat, auch zum Entsetzen seiner Frau und mancher anderen Freunde von ihm dann auch gelöst hat und sich in die Wirrnisse und Schwierigkeiten einer freischaffenden Existenz gestürzt hat. Also das Dirigentendasein war damals nicht von dem gleichen künstlerischen Prestige geprägt, wie wir das heute kennen.